Ey, Lalouf meinte letztens zu mir, als ich so ein bisschen in der Krise war, was die schweren Zeiten in Bezug auf Konzerte, in Bezug auf Corona angeht. Schau doch mal zurück, was du schon gemacht und erreicht hast, wenn du an dir zweifelst. Das habe ich sofort mal gemacht, denn wir haben in den letzten 10 Jahren ganz viel Videos aufgenommen von den Konzerten, von der Zeit vor den Konzerten, von der Zeit auf Tour. Und ich bin mal fast ganz an den Anfang gesprungen und habe mir Material angeguckt von meinem ersten selbst veranstalteten Konzert in Hamburg. Das war in der Leitzhalle. Da gibt es einen kleinen Raum, ein kleines Studio, das Studio C unten. Da passen 150 Leute rein. Und da habe ich mein erstes Konzert organisiert außerhalb von Berlin. Und Stefanie war dabei, ich glaube auch zum ersten Mal außerhalb von Berlin. Und Petja, einer meiner besten Freunde hinter der Kamera. Und ich gucke zurück und ich sehe einen anderen Martin. Und vielleicht seht ihr auch die Unterschiede in unserem Auftritt, aber auch in der Person. Und deswegen, wenn ihr etwas Zeit mitbringt, weil ich lasse mir Zeit dafür, hier ein kleiner Einblick hinter die Kulissen vom ersten selbstveranstalteten Konzert aus dem Jahr 2013. Wir gucken das Aber erstmal. so habe ich das bei meinem Rumpf gemacht und da hat es gut funktioniert, irgendwie aus dem Augenwinkel noch zu sehen, was der andere macht oder sich mal. Das ist jetzt zu eingedreht. Ja, ihr seht uns beim Einrichten des Raumes. Ihr müsst euch vorstellen, wir betreten so einen Raum und fragen uns dann, wie kann das Konzert darin aussehen? Dazu gehört das Klavier erstmal richtig auszurichten, sich da irgendwie langsam einzufühlen und sich vorzustellen, wie das dann sein wird, wenn ihr kommt und wie das am besten für euch und uns ausgerichtet werden kann. Nee, ist schon gut so. Ist schon gut. Bla bla bla. Herzlich willkommen. Danke, dass du so zahlreich erschienen bist. Genau, das ist immer dahin. Was ist das 150? Dass hier 150 Leute reinpassen, glaubt man gar nicht. Nee. Sind das 150 Stühle? Na doch, guck mal, wenn ja, vielleicht. 5, 6, 12, 18, 24, ja. Ja, und damals hatten wir noch nicht viele Hilfe. Also wir waren da wirklich jahrelang nur zu dritt unterwegs, manchmal auch zu zweit, später auch mit Sören einfach zu zweit unterwegs und sind in diese noch verhältnismäßig kleinen Räume gegangen, um dort intime Konzerte zu spielen, die es auch mal wieder geben wird. Aber ich schaue mir dieses Material an und vielleicht geht es euch manchmal auch so, wenn ihr so alte Fotos oder Videos von euch seht. Und ich sehe einen jungen, sehr aufgeregten, zum Teil nervösen, aber auch freudig erregten Martin, der Dinge zum allerersten Mal macht. Und ich mag die Energie, die ich sehe. So. Und bin gespannt, ob ich mich mit dieser Energie nochmal verbinde. Ich glaube nicht, jetzt geht es um was anderes. Aber ich denke mir, oh, süß, süß und schöne Energie. Aber es ist gut, dass es vorbei ist. Ja, so sieht es aus, wenn ich aufbaue. Es dauert immer eine Stunde und ich muss es ganz alleine machen. Aber ich nehme es als meditative Übung und bereite mich mental auf meinen großen Auftritt vor. Ja, tatsächlich erinnert mich das daran, dass ich alleine oder auch mit Hilfe oft von Sören das ganze Setup selber aufgebaut habe. Das heißt, ganz viel Kisten schleppen, nachdem man vorher stundenlang Auto gefahren ist. Aufbauen,
dann noch eine Stunde innehalten können, manchmal auch eine halbe nur oder gar keine, und Konzert. Und ich bin so mega dankbar, dass ich mittlerweile nicht mehr selber aufbauen muss und diese Energie fürs Konzert bewahren kann. Aber es hatte auch was. Es hatte auch was im positiven Sinne Kriegerisches, das wirklich selber zu machen. Und daran erinnere ich mich gerade. Razzis, überall. Martin, hier, Martin. Das hat am Anfang keiner gesagt, wie es abläuft. Hier von der Bild. Ach, ja. Oh ja, das ist das Wunderteil, oder? Das ist der Kopfhörerverstärker. Den benutze ich, um was zu hören, beziehungsweise manchmal auch nicht. Das ist ganz langweiliger, nerdiger Technik-Scheiß. Okay, Mann. Aber was interessant ist, ist dieses... Das meinte ich, genau. Das ist der Hall. Yeah. Der macht diesen schönen Hall-Sound. War ich ganz stolz, als ich mir den gekauft habe. Hier ist das Mikrofon. Achso. Das ist Stefanie. Kamera auf Stefanie. Zum ersten Mal mit dabei. Ja. Wir sind ganz stolz. Ich habe meinen eigenen Hall gleich mit. Genau. Im Instrument. Oh. Ja, genau, mit Stefanies Instrument durfte ich schon bei ganz vielen Instrumenten prahlen. Denn sie hat noch ein neues Cello gebaut, eine Campanula mit diesen Resonanzsaiten. Und da haben wir früh festgestellt, so, dass das ein wunderschönes Match ist mit dem Klavier. Dieses einzigartige Cello mit Stefanies einzigartigem Cellospiel, was so wunderbar groß klingt. Also ein maximal verträumtes Cello, aka Campanula. Und soweit ich weiß, muss man Stefanie hier nochmal fragen, gibt es wirklich nicht viele Menschen in Deutschland, die diese Art von Cello spielen. Und hier erzählt sie uns auch nochmal einiges dazu. Der Hall versteckt sich in diesen 16 Saiten. Oh, dahinter sind noch Saiten. Das ist so geheim. Und den hast du jetzt selbst gebaut? Ja, genau. Das ist er. Nennt sich Campanula, das Instrument. Und ja, bin ich sehr stolz. Ist doch schön geworden, oder? Sieht aus wie ein echtes Instrument. Eine weibliche Birne. Nein, das ist sehr die schön. Glockenblume. Ach ja, Glockenblume. Schau, Glockenblume. Campanula. Netzteil für das Drumgerät. Problem bei Netzteilen ist, sie gehen gerne kaputt. Und wenn das jetzt mal kaputt geht, dann müsste ich innerhalb von einer Stunde ein neues organisieren. Sonst haben wir keine Drums an dem Konzertabend. Und das macht das immer wieder spannend. Aber jetzt ist gleich alles angeschlossen, wir brauchen dann nur noch eine Steckdose. Strom brauchst du auch? Ja, Strom, genau. Das ist... Man wird sich glauben, ein Hightech-Konzert. Dankeschön. Danke. Nächstes Mal. Die Lampe habe ich hier angemacht. Ach so, die Lichterkette. Das war nicht der Lichterkette, sondern der Verstärker. So, und das ist immer der besonders spannende Moment. Immer dann, wenn ich alles aufgebaut habe, muss ich gucken, ob wir auch Sound haben. Und manchmal hat man halt so krasse Interferenzen, dann brummt es so richtig stark. Und das probieren wir jetzt aus, ob wir Sound haben.
und ob dieses schöne Konzert weiter stattfinden kann, sozusagen. Ich darf doch nicht diesen Loop anmachen, denn da geht der ganze Sound drüber. Also alles, was ich einspiele, geht durch dieses Gerät und dann zu den Boxen. So, testen wir mal. Hier haben wir nichts. So, harter Delay. Den mache ich mal eben aus mit diesem Fußpedal hier. So. Ja, ihr müsst euch vorstellen, als wir die Anlage und den Sound auch noch selber eingerichtet haben, da war das für mich immer ein sehr kritischer und sehr spannender Moment. Haben wir ein Brummen auf der Leitung oder funktioniert irgendetwas nicht? Denn tatsächlich, wie ich ja sagte, insbesondere wenn mal kein Flügel oder Klavier da ist, habe ich mich immer gefragt, kann das Konzert heute stattfinden? Und wenn nicht, wenn die Technik nicht funktioniert, was mache ich dann? Es war sehr spannend. Es konnte übrigens immer stattfinden. Und irgendwann habe ich ein Vertrauen darin entwickelt, dass wir das hinbekommen, dass wir es einfach immer schaffen. Aber es gab ein paar Momente, die waren sehr, sehr, sehr aufregend. Zum Beispiel gab es mal ein Brummen auf der Leitung von einem alten Gebäude, das wir, glaube ich, erst 5 Minuten vor 8 Uhr rausbekommen haben. Jetzt muss ich mir darüber keine Sorgen mehr machen. Ich habe tolle Leute am Ton, die das mit dem Handumdrehen viel schneller und besser regeln können. Es ist ein wunderbares Gefühl, sich darum nicht mehr zu sorgen. Ich brauche diesen Thriller nicht mehr. Dein Danke. Aber so war das damals. So, der ist schon mal da. Auch lustig. Ich kann dir gleich mal das Setup erklären, wo wir hier gerade dabei sind. Über den Laptops spiele ich sowas wie Streicherflächen und sowas. Also beispielsweise, ich spiele es mal an, hier so ein Pad. Und diesen Sound, den loop ich dann mit dem Looper-Pedal. So, das ist falsch eingestellt. Nochmal. Das ist noch nicht eingesteckt. Und deswegen macht man einen Soundcheck, weil hier das Kabel vom Pedal zum Beispiel noch an der falschen Stelle ist. Und es funktioniert nicht. Und es gehört hier rein. Und jetzt nach ein paar kleinen Hebelgriffen. Genau. Und da würde ich jetzt zum Beispiel hier mit dem Drumpad den Beat einspielen vorher. Jetzt läuft er weiter und dann loop ich auf der zweiten Spur hier von diesem Looper diesen Sound, den ich gerade gespielt habe. So, und der läuft jetzt weiter und ich kann weitermachen. Klavier hat auch sein eigenes Mikrofon. Das sieht so aus, das ist sozusagen Grenzflächenmikrofon. Und das lege ich ins Klavier. So ungefähr. Ich klebe es gleich fest und damit ich einen guten Sound habe, mache ich dieses Klavier dann bei den Stücken mit Looper zu. Das geht leider nicht anders. Ich hatte auch schon Konzerte. Da hat das Publikum ein bisschen Ohrenkäse bekommen, weil wir hatten harte Interferenzen. Also richtig, wenn der Sound richtig übersteuert. Das live bei einem Konzert will man selber nicht erleben. Vor allen Dingen, weil man sich, wenn man das Konzert selber abmischt, dafür verantwortlich fühlt, dass dieser Sound so ist. Und ist nicht lustig. Und deswegen prüfe ich jetzt immer alles dreifach nach. Ja, an der Stelle fällt mir ein, dass ich damals echt nochmal eine wesentlich größere Angst davor hatte, dass etwas ganz Essentielles auf dieser Bühne beim Konzert schiefgehen könnte.
Und darauf habe ich mittlerweile keine Lust mehr. Ich bin mir immer mehr bewusst geworden, dass es sich am Ende nur um ein Konzert handelt. Erstens, wir retten nicht die Welt an diesem Abend. Und zweitens ist das Publikum und meine Menschen, also aber erstmal in allererster Hinsicht ihr seid nicht gegen mich. Ich muss euch eigentlich nichts beweisen und das dachte ich immer. Ich muss euch beweisen, wie toll ich bin und ich muss die unvergesslichste Erfahrung in eurem Leben bereitstellen. Und ich wünsche mir mittlerweile, dass ihr einen schönen Abend habt. Und oft oder vielleicht sogar zumeist bekommt ihr auch das, was ihr erwartet. Aber ich merke, ich darf mich davon nicht zu sehr unter Druck setzen lassen, unter dem, was ich glaube, was ihr erwartet, sondern es geht eigentlich vielmehr darum, gemeinsam diesen Abend zu genießen, keine Angst vor Ohrenkrebs zu haben und wenn, dann weiß ich, ihr seid da. Ich musste zum Beispiel bei diesem Looper bei einigen Konzerten auch zweimal ein Stück neu anfangen. Und ihr habt mich da super durchgetragen und am Ende war es etwas Erinnerungswürdiges, Schönes, dass ja, wir zusammen diesen dieses Leben angenommen haben und uns daran erinnern konnten, dass etwas wunderbar Einzigartiges bei einem Konzert passiert ist. Und das ist etwas, wo ich total dankbar bin für die Bühne, dass ich lernen durfte, loszulassen. Es ist nur ein Konzert, wir halten zusammen und alles wird gut. Ne, damit es funktioniert. Nochmal. Immer mit dabei. Also sie hat echt ein warmes Licht. Also ich bin so ein bisschen ein kleiner Lichtfanatiker, genauso wie Petja, mein Kameramann. Und wichtig ist, nicht nur den Saal zu beleuchten, sondern ihn warm zu beleuchten. Und diese Lampe, die macht warmes Licht. Und zwar direkt bei mir am Klavier. Und ich sage euch, das hat einen Einfluss auf die Musik, wie der Raum beleuchtet ist. Also es wird besser durch die Lampe. Das ist so fast ein bisschen runter auch schon. Warte mal, sind das hier die Höhen mit dem Tiefen? Genau. Test. Also ich habe so ein, filmst du? Mhm. Ich habe so ein hellblaues Sakko und eine Freundin von mir meinte, ich sehe da dann total bescheuert aus wie ein Schlumpf. Und sie arbeitet bei Zara und deswegen hat sie mich hiermit eingekleidet. Und dieses hellblaue Sakko hat mir immer total viel Glück gebracht. Und wie es jetzt hiermit steht, das erfahren wir gleich. Ja, tatsächlich habe ich gemerkt, dass so ein Sakko auf jeden Fall für mich einen Unterschied macht. Das ist ein bisschen wie die Ritterrüstung anziehen vor einem Konzert und in diese Rolle schlüpfen, auch wenn ich dabei traurig an die Tatsache denke, dass genau bei der letzten Tour das Sakko danach, das noch schönere, vom Winde verweht aus dem Fenster fiel und nie mehr zurückkam. Ah. Soll ich das machen, oder wie? Was? Soll ich das machen?
Ja, also ich habe es noch nicht ganz erprobt. Das ist heute das zweite Mal auf der Bühne sein, dieses Kleid. Ja, auf jeden Fall, wenn du dabei bist, werden sie alle dich anstarren, wenn ich mal hier jetzt. Ah, The City. The City. By night. Oh ja. Sehr gut. So. Hier seht ihr eine kleine Challenge, die früher öfter zustande kam. Wenn wir uns einen Backstage-Raum teilen und jeder noch etwas Zeit für sich braucht vorher, insbesondere ich, bevor es richtig losgeht, dann habe ich manchmal einen Raum gesucht, wo ich noch alleine sein konnte, beziehungsweise manchmal hatten wir gar keinen Raum. Ich erinnere mich an ein Konzert in Zürich, wo wir nicht mal einen Backstage-Raum hatten. Sprich, in der Pause, ich gehe von der Bühne, da war nichts, wo ich hingehen konnte. Ich gehe also auf die Straße, Streuner durch Zürich, gehe wieder ins Volkshaus nach oben, es war in einem kleineren Saal da, und gehe direkt wieder auf die Bühne. In den 15 Minuten Pause war ich eigentlich kurz obdachlos. Das war total strange und ich freue mich jetzt jedes Mal, wenn ich einen schönen Raum sehe, für mich, manchmal steht da sogar ein Klavier drin, in dem ich kurz Stille tanken kann in der Pause und danach, um wieder ganz da zu sein. Ein großer Luxus, den ich sehr zu schätzen weiß, wenn ich dieses Material sehe. Wie viel Zeit habe ich noch? Eigentlich höre ich immer eine bestimmte Art von Musik vor dem Auftritt. Puff Daddy. Oben bei dem oberen Saal, da hat halt jeder Künstler seine eigene Garderobe, was super ist. Aber ich gucke gerade, wo ich mich hier zurückziehen kann. Die Toilette? Toilette, da gucken dann irgendwelche Leute rein. Okay. Den Schlüssel nimmst du? Und noch ein kleiner Nachtrag. Viele haben mich gefragt, ob ich vor Konzerten aufgeregt bin. Und es wurde über die Jahre weniger, aber es ist immer noch der Fall. Und bei solchen Konzerten total. Total aufgeregt, insbesondere bei den ersten. Ihr hört auch so ein Ticken. Das heißt, wir haben hier bei dem Konzert probiert, die Musik anfangen zu lassen, bevor ich auf die Bühne komme und ich steige dann dem Looper mit ein. Und wenn ich dann bedenke, hinter der Bühne stehe und denke, was könnte alles schief gehen? Diesen tollen Moment, der Musiker kommt auf die Bühne, den ich auch total mag, wenn ich zu Konzerten gehe, ihn nicht kaputt zu machen für euch. Und was könnte alles schief gehen? Und diese Angst trotzdem wahrzunehmen und trotzdem auf die Bühne zu gehen, das ist bis heute anspruchsvoll für mich, aber es wird immer, immer besser. Und irgendwie liebe ich ja auch diese Intensität. Scheinbar mag ich das ja. Ja. Thank you.
Da kommt auch noch einer, da kommt doch noch einer. Oder? Wir machen jetzt zu. Ja, wie fandest du das, Peter? Ey. Ich hab so gezittert, mein ganzer Kopf. Ich glaube, das sieht man, glaube ich. Ja, das war eine kleine Zeitreise. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Sagt mir gerne, ob ihr mehr auf diese Art erfahren möchtet, unser Leben, über unser Leben hinter der Bühne, aber auch über das, was passiert ist. Mir selber tut es gerade ganz gut, so ein bisschen zurückzuschauen und zu merken, woher komme ich? Vielleicht geht es euch ja manchmal ähnlich. Was habe ich eigentlich alles schon gemacht? Und auch so ein bisschen zu sehen, ey, ich habe mich ja doch auch weiterentwickelt. Das tut mir gerade gut. Vielleicht versteht ihr, was ich meine. Ja, und ihr habt Stefanie John und mich zum ersten Mal I Have Seen Your Soul spielen sehen. Das war eines der allerersten Male, wo wir zusammen unterwegs waren. Und das sind wir auch dieses Jahr wieder. Seid gerne dabei, wenn ihr möchtet. Ich poste hier auch unsere Tourtermine darunter. Und ansonsten sei gesagt, ja, lasst mich wissen, wenn ihr mehr auf diese Art sehen wollt. Und übrigens möchte ich euch noch den Mann hinter der Kamera vorstellen kurz, den ihr nicht gesehen habt. Petja, ein sehr, sehr guter Freund, der fast alle meine Musikvideos mit mir gedreht hat. Und hier seht ihr Petja nochmal beim Wandyoga bei einer anderen Tour. Thank you.